Hallo, wir machen eine lustige Abituraufgabe. Das Lustige kommt gleich. Wir machen erstmal Aufgaben Teil 6. Wir haben ein paar Punkte gegeben, wir haben einen Würfel gegeben, wir haben ein Tetraeder in diesem Würfel. Da habe ich schon mal eine Kante hier entfernt, weil ich an diese beiden Dreiecke drankommen möchte. Diese beiden Dreiecke schließen einen Winkel ein. Und wir sollen herausfinden, wie groß der Winkel ist. So, und um das mal ein bisschen genauer zeigen zu können, habe ich da mal was vorbereitet, nämlich zwei Dreiecke. Das eine ist hier und das andere ist da. So, das sind also zwei Tetraederseiten, die beiden Dreiecke, nicht wahr? Und die schließen einen Winkel ein, den sollen wir herausfinden. Ja, wie macht man das? Da kann man sich an die Trigonometrie erinnern. Wir haben Sinus, Cosinus, Tangens. Können wir vielleicht was mit anfangen? Ich möchte mir hier eine Ebene reinstellen. So. Und diese Ebene halbiert diesen. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.